Käsewetter scheint sich schon verkrümelt zu haben, ja, oder? Ja. Wunderbar. Käsewetter ein, ein anderes Gesicht. Auch sehr schön. Vor allem fürs Radio gut. Ja, auch eine andere Stimme. Das stimmt. So, was ist denn Ihr Eindruck gewesen von der heutigen Sitzung, von den Zeugen? Was können Sie da insgesamt mitnehmen an Erkenntnis gewinnen? Also wir hatten heute zwei Zeugen der Arbeitsebene, also wirklich der Arbeitsebene der Telekom. Es waren zwei technische Beamte, die in einer Dienststelle eingesetzt sind, die für die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden zuständig ist. Insofern gab es da natürlich wenig Aussagen juristischer Natur. Beide Zeugen haben versichert, dass man sich bei der Telekom immer an das Gesetz gehalten hat. Der eine hat sogar sinngemäß gesagt, ich habe doch meinen Eid auf das Fernmeldegeheimnis abgelegt. Insofern haben wir vor allem Einblicke in technische Abläufe bekommen, die für mich nicht uninteressant waren. Beide Zeugen haben gesagt, sie sind gerne bereit, weitere Ausführungen zu machen in nicht öffentlicher Sitzung. Von daher verspreche ich mir da dann schon noch weiteren Erkenntnisgewinn, wie einfach die Arbeit auch ganz praktisch auf der Arbeitsebene abgelaufen ist. Fest steht doch, oder betonen sollte man, glaube ich, dass wir heute über die Zusammenarbeit mit dem BND gesprochen hat, haben die den Transitverkehr betroffen hat, also Ausland-Ausland-Verbindungen, und dass man nicht von massenhaften Grundrechtsverletzungen da sprechen kann. Das heißt, Sie würden sagen, das, was die Zeugen heute geschildert haben, schließt wirklich aus, dass es sich um massenhafte Grundrechtsverletzungen handelt? Also das wäre Ihre Quintessenz daraus? Oder würden Sie sagen, das kann sich jetzt in der nicht öffentlichen Sitzung auch noch anders herausstellen? Also es geht bei dem Verkehr um die Transitverbindungen, also Ausland-Ausland-Verkehr, und da ist aus meiner Sicht erstmal festzustellen, dass es da nicht um massenhafte Grundrechtsverletzungen gehen kann. Und was jetzt die nicht öffentliche Sitzung noch weiterbringt, kann ich natürlich jetzt nicht voraussehen. Wunderbar. Herzlichen Dank.